Willkommen zurück. Du wirst in diesem Video zwei Beispiele zum Thema Volumen der Kugel selbstständig lösen. Das erste Beispiel lautet: Du bist bei einem Gewinnspiel vor einer Torwand und bekommst großartige Preise, wenn du durch eines der Löcher triffst. Wenn du durch das größte Loch mit einem Durchmesser von 60 cm triffst, bekommst du einen Kugelschreiber. Wenn du durch das mittlere Loch mit einem Durchmesser von 50 cm triffst, bekommst du eine Sonnenbrille. Falls du durch das kleinste Loch treffen würdest, mit einem Durchmesser von 35 cm, bekommst du sogar ein Moped. Du weißt, dass dein Ball ein Volumen von 33.510 Kubikzentimetern hat. Welche Preise kannst du gewinnen? Pausiere nun das Video und rechne das Beispiel. Wenn du fertig bist, schaue dir das Video weiter an. Ich hoffe, du konntest das Beispiel lösen. Dann schauen wir uns mal das Beispiel gemeinsam an. Das erste, was wir uns anschauen, ist, was wir eigentlich gegeben haben. In unserem Fall wissen wir die Durchmesser von den drei Löchern. Der Durchmesser des größten Lochs ist 60 cm. Der Durchmesser des mittleren Lochs ist 50 cm. Der Durchmesser des kleinsten Lochs ist 35 cm. Wir wissen auch, welches Volumen der Ball hat, nämlich 33.510 Kubikzentimeter. Um den Durchmesser des Balls mit den Durchmessern der Löcher vergleichen zu können, müssen wir zuerst den Radius des Balls berechnen, da ja der Durchmesser gleich 2 mal dem Radius ist. Um aus dem Volumen der Kugel den Radius zu berechnen, müssen wir die Volumensformel von V ist gleich auf R ist gleich umformen. Schreiben wir wieder die Volumensformel mit Hilfe von unserem Reim an. Was tudelt da an mir vorbei? 4 Drittel Pi mal R hoch 3. Nachdem wir uns nun die Formel aufgeschrieben haben, formen wir sie auf R ist gleich um. Unser erster Schritt ist, dass wir die ganze Gleichung mit 3 multiplizieren. Wenn wir dies gemacht haben, erhalten wir 3 mal V ist gleich 4 mal Pi mal R hoch 3. Der nächste Schritt ist, dass wir unsere Gleichung durch 4pi dividieren. Nun erhalten wir 3v dividiert durch 4pi ist gleich r hoch 3. Als letzten Schritt ziehen wir die dritte Wurzel und wir erhalten final die dritte Wurzel aus 3v durch 4pi ist gleich R. Nun haben wir unsere Gleichung von V ist gleich auf R ist gleich umgeformt. Nun können wir das gegebene Volumen in die Gleichung einsetzen. Wenn wir dies tun, erhalten wir R ist gleich die dritte Wurzel aus 3 mal 33.510 dividiert durch 4pi. Wenn wir dies in den Taschenrechner einsetzen, erhalten wir R ist rund 20. Das heißt, wir erhalten, unser Radius ist rund 20 cm. Um nun die Durchmesser der Löcher mit dem Durchmesser des Balles zu vergleichen, rechnen wir uns den Durchmesser
des Balles aus. Der Durchmesser ist gegeben als 2 mal r. Nun können wir unseren berechneten Radius in die Formel einsetzen. Wir erhalten d ist gleich 2 mal 20. Wenn wir dies ausrechnen, erhalten wir d ist gleich 40. Wir wissen nun also, unser Durchmesser des Balls ist 40 cm. Dann vergleichen wir mal die Durchmesser der Löcher mit dem Durchmesser des Balls. Wir sehen, dass 40 cm kleiner sind als 60 cm. Daraus folgt, dass der Ball durch das größte Loch hindurchpasst. Wir wissen auch, dass 40 cm kleiner sind als 50 cm. Hieraus folgt nun wieder, dass der Ball durch das mittlere Loch hindurchpasst. Wir sehen aber auch, dass 40 cm größer sind als 35 cm. Hieraus können wir folgern, dass unser Ball nicht durch das kleinste Loch hindurchpasst. Wir können nun also als Antwort schreiben: Bei diesem Gewinnspiel ist es möglich, den Kugelschreiber und die Sonnenbrille zu gewinnen, jedoch unmöglich, das Moped zu gewinnen. Falls du Probleme bei der Bearbeitung des Beispiels hattest, dann schaue dir noch einmal das Basic-Video an. Das zweite Beispiel lautet: Eine Eisdiele verkauft Eiskugeln mit einem Radius von 2 cm. Am Tag werden 10 Liter von einer Sorte Eis hergestellt. Wie viele Sorten je 10 Liter müssen mindestens vorbereitet werden, wenn das Eisgeschäft mit 350 Kunden am Tag rechnet und überlegt, dass die Hälfte 2 Kugeln verlangt und die andere Hälfte 3 Kugeln. Pausiere nun das Video und berechne das Beispiel. Wenn du fertig bist, schaue das Video weiter. Dann schauen wir uns auch dieses Beispiel gemeinsam an. Zuerst schauen wir wieder, was eigentlich gegeben ist. Wir wissen, dass die Eiskugeln einen Radius von 2 cm haben. Wir wissen auch, dass pro Sorte 10 Liter Eis hergestellt werden. Zusätzlich wissen wir, dass an diesem Tag 350 Kunden kommen sollen. Von diesen kauft die Hälfte 2 Kugeln und die andere Hälfte 3 Kugeln. Als erstes müssen wir berechnen, wie viele Kugeln an diesem Tag von den Kunden bestellt werden. Wir schreiben also die Anzahl der Kugeln, welche an diesem Tag verkauft werden, ist 350 halbe mal 2, da die Hälfte der Kunden 2 Kugeln kauft, plus 350 halbe mal 3, da die andere Hälfte der Kunden 3 Kugeln kauft. Wenn wir dies ausrechnen, erhalten wir die Anzahl an Kugeln, welche an diesem Tag voraussichtlich verkauft werden. Diese ist 875. Als nächstes müssen wir berechnen, welches Volumen jede dieser Kugeln hat. Verwenden wir hierfür wieder unseren Merkreim. Was tudelt da an mir vorbei? 4 Drittel Pi mal r hoch 3.
Nun können wir unseren gegebenen Radius wieder in unsere Formel einsetzen. Und wir erhalten V ist gleich 4 mal Pi mal 2 hoch 3 Drittel. Wenn wir dies ausrechnen, erhalten wir V ist rund 33,51. Wir wissen also, das Volumen einer Eiskugel ist 33,51 Kubikzentimeter. Nachdem wir nun die Anzahl der Kugeln und das Volumen pro Kugel kennen, müssen wir uns als nächstes das vorzubereitende Volumen ausrechnen. Hierfür multiplizieren wir die Anzahl der Kugeln mit dem Volumen einer Kugel. Wenn wir nun die Werte einsetzen, erhalten wir, das vorzubereitende Volumen ist 875 mal 33,51. Wenn wir dies nun ausrechnen, erhalten wir für unser vorzubereitendes Volumen 29.321,53. Wir müssten also 29.321,51 Kubikzentimeter Eis vorbereiten. Als letztes müssen wir uns nur noch ausrechnen, wie viele Eissorten die Eisdiele vorbereiten muss. Hierfür rechnen wir zuerst die 10 Liter in 10.000 Kubikzentimeter um. Wir verwenden hierfür den Zusammenhang, dass 1 Liter gleich einem Kubikdezimeter entspricht. Um nun zu berechnen, wie viele Eissorten die Eisdiele vorbereiten muss, dividieren wir das vorzubereitende Volumen durch das Volumen einer Eissorte. Hierfür können wir nun unsere Werte einsetzen und wir erhalten, die Anzahl der Eissorten ist 29.321,53 durch 10.000. Wenn wir dies nun ausrechnen, erhalten wir, die Anzahl der Eissorten ist rund 3. Wir können hier auf 3 runden, da es ja nur eine ganzzahlige Anzahl an Eissorten gibt. Die Eisdiele muss also 3 Eissorten vorbereiten. Wir können als Antwort schreiben, die Eisdiele muss mindestens 3 Sorten Eis für diesen Tag vorbereiten. Das war es für dieses Video. Ich hoffe, du konntest in diesem Lernzyklus viel über das Volumen einer Kugel lernen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video.